Ich lese Medikamente im Test, Bluthochdruck mit großem Ratgeberteil von der Stiftung Warentest. Und ich bin angekommen im Orangenkapitel, das heißt Therapie kontrollieren und der Teil heißt Medikamente absetzen. Der beginnt auf der Seite 91. Der letzte Teil heißt nicht auf eigene Faust. Es gibt einen farbig abgesetzten Text. Der fängt mit insbesondere Beta-Blocker an. Ja, das ist relativ kurz. Das sind die einen Seiten 91 zur Hälfte und die Seite 92. Und dann endet das Ganze mit aussichtslos gibt es nicht. So. Medikamente absetzen. Meist ist die Therapie des Hochdrucks eine Dauertherapie, doch in einigen Fällen lohnt sich ein Auslassversuch, allerdings nur unter ärztlicher Anleitung. Der Blutdruck ist gesunken, Medikament überflüssig, das ist ein häufiger Denkfehler. Die niedrigeren Werte bedeuten, dass die Therapie anschlägt und gerade deshalb weitergeführt werden sollte. Oft ein Leben lang. Ihr Blutdruck war nur leicht erhöht oder Sie haben Ihren Lebensstil dauerhaft verändert, sodass die Werte mit den Arzneimitteln über längere Zeit normal waren. Dann kann es sinnvoll sein, die Dosis zu reduzieren oder versuchsweise die Medikamente abzusetzen. Sie sollten dann allerdings nicht nachlassen und müssen weiter auf Gewicht, ausreichende Bewegung und gute Ernährung achten. Um einen Wiederanstieg des Blutdrucks frühzeitig zu bemerken, sollten Sie Ihren Blutdruck regelmäßig wenigstens 2 bis 3 Mal pro Woche messen, nach Absetzen der Medikamente über 2 bis 3 Monate. Der Blutdruck kann sich auch dann wieder normalisieren, wenn psychischer Druck wegfällt. Haben Sie die schwierige Lebenssituation oder Arbeitssituation bewältigt, besteht die Möglichkeit, dass auch der Blutdruck wieder sinkt. Bei etwa einem von 20 Patienten zeigt sich bei entsprechenden Untersuchungen, dass doch eine körperliche Ursache für den Blutdruck auszumachen ist, wie zum Beispiel eine Nierenerkrankung, eine Verengung der Nierenarterien, eine Schlafapnoe, das sind nächtliche Atemaussetzer oder eine Hormonstörung. Wird die zugrunde liegende Erkrankung erfolgreich behandelt, können die Antihypertensiva überflüssig werden. Nicht auf eigene Faust. Ein Absetzen der Medikamente darf allerdings nur unter ärztlicher Kontrolle geschehen. Denn wenn die Mittel auf eigene Faust einfach mal weggelassen oder weniger davon einnehmen, denn wenn Sie die Mittel auf eigene Faust einfach mal weglassen oder weniger davon einnehmen, kann es passieren, dass der Blutdruck plötzlich in die Höhe schießt, mitunter sogar auf höhere Werte als vorher. Dieser Jojo-Effekt schädigt den Körper und Sie riskieren damit vielleicht sogar einen Schlaganfall, eine Herzschwäche oder einen Herzinfarkt. Viele Medikamente jedoch wirken über Wochen nach. Sie lassen sich täuschen und glauben, ohne Medikamente auszukommen, während der Blutdruck langsam und oft unbemerkt wieder steigt, möglicherweise auf höhere Werte als vorher. Sie dürfen die Dosis nur in Absprache mit Ihrer Ärztin, Ihrem Arzt nach und nach reduzieren. Dabei sollten Sie den Blutdruck gut kontrollieren. Bei mehreren Medikamenten wird zunächst nur eines abgesetzt oder die Dosis reduziert. Bleibt der Blutdruck in den ersten Wochen danach auf einem niedrigen Niveau, heißt es noch nicht, dass Sie aufatmen können. Denn es kann einige Zeit dauern, bis die Wirkung der Mittel abgeklungen ist.
Sie sollten daher den Blutdruck über mindestens 4 bis 6 Wochen täglich kontrollieren. Im Laufe der Zeit muss nicht mehr jeden Tag gemessen werden. Die Kontrollabstände, egal ob Sie selber messen oder der Arzt, sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen. Jetzt kommt der farblich abgesetzte Teil mit einem orangen Kreuz. Insbesondere Beta-Blocker nie von einem auf den anderen Tag absetzen, weil dann Herzschlag und Blutdruck schlagartig in die Höhe schießen können. Anzeichen dafür können sein Zittern, Schwitzen, Herzklopfen, Herzschmerzen, das heißt Angina pectoris und Kopfschmerzen. So, das Ganze endet nachher mit aussichtslos, gibt es nicht. Tschüss.